Oh Leute, wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? Erstmal hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Raum du wünschst ist im Hintergrund. Das ist geil gemacht. Ich würde sagen, wir gehen wieder los. So, letzte Folge haben wir hier aufgehört. Und meine Zeit etwas knapp geworden war. Lumos. So ist immer noch der gleiche Tag. Es ist 20.30 Uhr. Am 13.03. Sage ich nur, wenn mich interessiert, wann die Folge online kommt. Komm, Kleiner. Kleiner? Kleiner. Geh doch da dran. Ah, okay, jetzt. Hey. Nächster Schmetterling. Wo bist du? Ja, da bist du. Ja, hi. Komm mal mit. Kleiner. Ich muss die Tür öffnen. Es tut mir leid. Und zack. Und was haben wir hier? Oh. Merida wird sich darüber freuen. Gut. Würde ich sagen, bringen wir es hier doch wieder. Ich meine, wenn wir helfen können. Die Mission hat ja auch nur ein paar Minuten gedauert. Ist es ja auch noch okay, oder Leute? Was würdet ihr sagen? Auch wenn ich Wasser nicht so wirklich leiden kann. In echt schwimme ich eigentlich ziemlich gern, aber ich hätte es am Herz. So, wie sage ich das immer, immer. Immer wieder. So. Hallo. Wir haben das Artefakt. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Ja, das stimmt. Ich werde das Geschenk bald... Nein! Es ist wirklich schön, dass wir diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad... Wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Definitiv. Du hast vermutlich persönlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Das freut mich sehr. Ich muss das unbedingt untersuchen. So. Aber jetzt... Wird geflogen. Egal, was ich jetzt noch treffe. Tierwesen. Nein, fliegen. Nein. Fliegen ist... Fliegen mache ich genauso wie Tierwesen. Eigentlich mache ich Tierwesen mehr. Aber wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt mit dem Fliegen? Lasse Ballon platzen? Wo ist denn das jetzt? Alpopel? So. Ich möchte mal unser Charakter ein bisschen aufwerten. Und möchte wirklich mal ein bisschen wirklich... Ist nicht böse gemeint, aber ich möchte wirklich immer aussehen wie eine Hufflepuff-Schülerin. Und nicht die ganze Zeit Kleidung tragen, die eigentlich nicht dazu passt. So. Der Umhang würde ich gerne usen Hufflepuff. Das? Ja, das ist Hufflepuff. Perfekt. Die Handschuhe können wir ja lassen. So. Dann würde ich sagen... Fliegen wir mal los! Es ist ein bisschen schneller, das stimmt. Ach, ist so schön. Ey, die Hütten sehen ja interessant aus.
Ah, da waren wir schon. Alter. Das macht mir richtig Spaß. Oh, das scheint ein Teil der, wo wir hier lang fliegen müssen, zu sein. Flugherausforderungen. Weit und breit. Was ist mit denen los? Die Ruine sieht ziemlich verlassen aus. Da ist ein Fragezeichen. Wir müssen wirklich mal eine Folge machen, wo wir einfach nur rumfliegen. Aber wir haben jetzt so viele Quests. Hier hast du nochmal die Ballons. Wir müssen safe da lang. Dein Leben ist so gut wie vorbei. Was? Oh nein, wir müssen hier runter. Wo können wir hier noch vorbei? Achso, wir müssen einfach nur vorbeifliegen, okay. Ah, da. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Die da Aussicht ist einfach wunderbar. Tempowunder. Oh, ich hab keinen Bock mehr da zu rennen. Hallo, Imelda. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Ja. Also, ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung. Okay. Okay, Leute, Konzentration. Fabelhaft. Nicht hektisch werden. Okay, die Balance kann doch nicht dran. Und das ist doch von heute eine andere Mission. Ja! Alter, ist das schön. Ah, schneller ist er, bitte. Sehr schön, ein bisschen runter. Super. Ein bisschen hoch. Jetzt können wir ein bisschen beschleunigen. Ja. Hoch, beschleunigen. Die Dinger können wir mitnehmen, alle. Oder nur eins, ist auch okay. Ey, ich hab's doch hingekriegt. Muss sagen, ich bin besser als beim ersten Mal. Das war knapp. Fabelhaft.
Ist das Ziel? Ah, ich bin ein bisschen zu langsam. Ah, ein paar Sekunden. Naja, das können wir ja nochmal machen. Das eine Mal. Wegen dem einen Mal. Aber ich glaube, zweimal habe ich es nicht. Mein Rekord scheint weiter bestehen zu bleiben. Ich hatte mehr von dir erwartet. Was sagst du? Lust auf noch eine Runde? Eine Chance, die Ehre deines Hauses wiederherzustellen oder so. Ja, fliegen wir noch eine Runde. Gut. Nein, nein, nein! Jetzt kann ich es eh verkacken. Jetzt habe ich es eh. Kann ich für die Mission abbrechen? Egal, wir probieren es noch. Komm schon. Aber jetzt haben wir es nicht mehr geschafft. Ah, verdammt, guck mal, wie nah das war. Am Ziel. Wir müssen es nochmal machen. Ist doch gar nicht so leicht, ne? Halleluja! Noch einmal, wir machen das Ganze noch einmal. Immer nochmal zu fliegen, macht mir gar nicht so viel aus. Mein Rekord scheint weiter bestehen zu bleiben. Runde? Eine Chance, die Ehre deines Hauses wiederherzustellen. Ja. So. Ja, fliegen wir noch eine Runde. Gut. Okay, jetzt volle Konzentration. Klasse. Ja, da vorne ist es hier. Los! Los! Ja! Das macht ziemlich Spaß. Wuhu! Das war wirklich eine Herausforderung. Sehr geil. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass Danke. Auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Wen denn? Wenn du es wissen musst, sogar Leute aus meinem eigenen Haus sind neidisch auf mich. Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Die kennen wir doch. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Sehr gut. Ich dachte schon, du kneifst. Ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Oh. Ah, man, das ist noch ein erfolgreicher Flug. Das sollte ich Mr. Weeks erzählen. Sie kennen wir doch, ne? Jetzt müssen wir wieder zurück. Leute, ich muss euch etwas erklären. Mein OBS ist leider abgeschmiert und ich kann euch nur eins sagen. Er hat sich wirklich wahnsinnig gefreut, die Ergebnisse zu bekommen.
ist dabei, den Besen zu verbessern, hat uns gefragt, was uns aufgefallen ist. Und, wir haben uns ein Besen gekauft, weil ich nicht widerstehen konnte. Ich meine, schaut euch an, das sind Flammen. Flammen. Ich habe auch, wo ich die Aufnahme weitergemacht habe und ich wusste, dass OBS abschmieren wird, war ich schon beim Hausmeister. Soweit konnte ich noch zurücksetzen. Aber soweit, dass wir mit dem reden konnten, leider nicht. Als hättest du einen Geist gesehen. Das tut mir wirklich unfassbar leid, Leute. Aber Probleme passieren leider. Ich weiß. Und holen sich gefährliche Bücher. Die sind echt aus der verbotenen Abteilung. Ja, halt die Klappe. Genau, hier. Vielleicht finden sie das Fegen des Hofes produktiver. Was? Ein Besen? Und nicht zum Fliegen? Ja, ganz genau. Und lassen Sie sich das eine Lehre sein. Verboten heißt nichts verboten. Nichts geht über einen Besen. Fliegen noch mal extra. Na, Leute. Ich fühle mich wie ein Mutter. Es tut mir wirklich leid, dass das so passiert ist und ihr die Story nicht wirklich mitbekommen hattet. Aber das mit dem Fliegen konnte ich Gott sei Dank doch retten. Und ich hoffe, dass ihr mir da nicht allzu böse seid. Auf was soll ich warten? Ah ja, wir haben ja mit ihm geredet. Das kann ich euch ja noch schnell zeigen. Eine interessante Stunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Sharp war nicht erfreut, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Okay, Leute. Das mit dem Hausmeister wird auf jeden Fall lustig. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch dennoch Spaß gemacht. Auch wenn ihr das leider nicht sehen konntet, seine Reaktion, wie wir mit dem Besen geflogen sind. Damit würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute, von heute. Wenn OBS jetzt wieder nicht funktioniert hat, kann man mich schreien hören. Wirklich.